Hallo, Freunde der Nacht. Willkommen zurück bei Deponia. Ich habe euch zuletzt entlassen, als wir die Lunte anzünden wollen. Naja, machen wir doch mal. Ich bin gespannt. Jetzt wird's spannend. Oh ja. Habe ich schon erwähnt, dass sein Ex-Freundin ziemlich cool aussieht? Und Horrido! Horrido! Ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Aber echt? Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossen, Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Okay. Junge, du hast die Schraube. Oh Mann, die Frau ist einfach so lässig. Okay. Da hängen wir. Jetzt kann ich wieder lauter machen. So. Dann. Kette. Hallo, Kette. Uff. Müll. Und. Rein in den Schacht. Hat ja super geklappt. Was für ein Gewurst. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Wie geplant natürlich. Mach mal auf hier. Dann haben wir... Oh, die Zahnbürste. Proviant. Her mit unserem Proviant. Socken. Luke. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Pussy, du hast in dem Dreck gewohnt. Dahinter verläuft ein Sturzbach aus Schrott. Tja, Heimweh geht anders. Jo, dann haben wir hier Zahnräder. Ein gut geöltes Getriebe. Aha, und hier eine Luke. Ein Drahtgitter. Dahinter führt ein Schacht nach oben. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Oh Mann. Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Facepalm. Naja, dann... Viel können wir jetzt nicht machen. Au, nein, nein, das hatten wir schon. Da will er nicht aufmachen. Was? Hey, Klappe. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Tja, wo ist dein Sidekick nur, wenn du ihn brauchst? Wir können vielleicht... Om nom nom. Der Arm... Na, schau sich einer die Beißerchen an. Kann man... Ich liebe dieses... Diese hey, Statur hier macht. Ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Hm. Und weg ist er. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Na, vielleicht so? Solange die Klappe zu ist, kann ich ihr auch keine Socke anziehen. Dann kriegen wir sie halt wieder an. Auf. Da. Einmal. Und zweimal. Wozu hast du... Und die... Oh, komm. Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Ha. Mach mal auf hier. Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Wartungsraum. Dankeschön. Was kommt jetzt? Auf einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Ja, genau. Roboterraum. Arm. Na, das funktioniert ja. Hi. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden ja schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist.
Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie's doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Natürlich. Da stehen sie nun, die armen Tore, und sind so klug als wie zuvor. Ah, da ist er jetzt. Links. Und wir haben hier Hebel. Die... Oh, ich sehe... Und gerade weil ich sehe, speichere ich. Denn jetzt kann ich sie ja mal sagen. Hier, komm. Flupp. Wir speichern auf einem neuen Speicher. Weiterspielen. So. Und jetzt beende ich kurz für eine Sekunde Aufnahme und starte neu die Aufnahme. Ich sage euch dann im nächsten warum. Bis gleich. So. Das liegt daran, dass genau in dieser Szene hier mein Computer letztes Mal, also der Computer, nicht der Deponia, ist abgekackt und die Aufnahme war im Arsch. Deswegen ging das hier alles so schnell. Nun ja, ich hatte eigentlich vor, den blauen Hebel zu drücken, den habe ich auch gedrückt. Was passiert ist, könnt ihr euch denken. Naja, drücken wir bei den linken Hebel. Oder können wir den rechten benutzen? Er rührt sich nicht. Okay, dann nehmen wir den linken Hebel und... Übrigens, der Beamte, der heißt Argus. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Na klar. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Toller Spruch. Ah, mit dem reden kann man nicht. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Okay. Tatsache ist die hier. Die Stimme von Monty Arnold erkenne ich unter Tausenden. Wer einmal Oggi und die Kakerlaken gesehen hat, weiß warum. Die Stimme... Konnten die sich keinen neuen Sprecher leisten? Oder? Naja. Also, wir drücken den linken Hebel. Aha. Nehmt das! Das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Okay. Und tschüss. Das war dann wohl der falsche Hebel. Verdammter Idiot! Wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiou, pfiou, tscha, 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 tscha. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Ich hab gerade einfach nur Facepalm. Oh Mann. Du bist so dumm. Dafür fliegst du. Ah, diesmal hat's funktioniert. Wusch. Aua. Ich war so nah dran. Aber so nah. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Bambidi bam bam. Und endlich wird das Spiel wieder blind. Da speichere ich gleich mal drauf. Soll ja nicht nochmal passieren. So, weiterspielen. Okay. Eine Motorhaube. Ich mag Motoren und Hauben. Hm, verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Lass mich raten. Goal ist da drin, oder wie das Mädel hieß. Schwarzes Brett mit Harvey. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Was hast du damit zu schaffen gehabt? Oh je. Das ist aber... Naja. Ein Stier! Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Ha. Welch Selbstironie. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Hm, wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Hm. Die können wir also nicht benutzen. Wir könnten... Kann man hier hin? Nee, wir können da nicht runter. Zumindest jetzt noch nicht. Dann haben wir hier noch eine Trucktür und eine Windschutzscheibe. Schauen wir erstmal die Windschutzscheibe an. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Kenne ich.
Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Klar. Wir haben natürlich unsere Gegenstände verloren. Na toll. Dann gehen wir mal in den Dorfkern. Was ist denn hier los? Sieht ja cool aus. So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Tonis Laden, okay, aber seht ihr das Gerät da unten? Einer in unserer Gegend hat wirklich so ein Ding. Also der hat sein schönes Haus und der Garten ist einfach total leer und nur Gras und den ganzen Tag fährt so ein cooler Roboter rum. Okay, in die Gasse. Ah, machen wir es gleich mal so. Oh Gott. Dann haben wir ein Rohr, ein Hahn des Wassertanks, Rathaus, Fenster mit Tonis Laden, eine Notrufsäule, Tonis Hütte. Ah, hier ist unser... Die wird sich freuen, wenn sie uns wieder sieht. Und Wenzels Haus. Dann gehen wir zuerst mal zum Rathaus. Immer der Reihe nach. Oh Gott. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Oh je. Und was ist mit Mijek? Mijek? Selten so dämliche Hüte gesehen. Ach, wenn er schnell genug rennt, dann kann er fliegen. Der Bürgermeister will was entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Was? Herrlich. Einfach nur herrlich. Das Mädchen gehört zu mir. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wo ist das Mädchen jetzt? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Na, die sind ja alle richtig unheimlich mitfühlend. Und da hinten ist ein Penis. Larry 7 wäre das jetzt mit Sicherheit so ein Dildo, der versteckt wäre. Wo ist Dildo? Nette Hüte. Nette Hüte? Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Frau hat er auch noch. Da ist er richtig emanzipiert hier. Wie komme ich zum Bürgermeister? Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Könnt ihr mich vorlassen? Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben?
Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so. Mist, jetzt hab ich Hunger. Rufus, du bist toll. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus. Das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Gut, ich verschwinde. Ich verschwinde. Gott, ich kriege mich vor Lachen echt nicht mehr ein teilweise. Ey, ein Hebel. Lotti sieht ja toll aus. Ein Hebel. Aha, Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Tja. Automat. Ich hasse Schlangen. Haben wir hier Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Lotti. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Okay, was hat Lotti zu sagen? Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ist das schrecklich? Wo ist die Frau aus Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin! Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Bitte sagt mir einer, dass das Poki ist. Ich will zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Das ist ein Scheißjob. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Was? Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Alter, das ist ja der Mann von Doris. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Und alles Weitere machen wir im nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis dann.